Das hat gar vrenen. So gleich wie jetzt auch. Es liegt noch ein Die Mädi hat mir erzählt, als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich die ganze Nacht das Kützli gerufen. Und ein paar Tage später sei ein Mann erschossen worden. Und du sollst jetzt in Krieg? Nein. Krieg noch nicht gerade. Ich fühle, sie sind zu Bern am Beraten. Dann, als ich auf die Welt bekam, sei noch jemand gestorben. Eine Fahrende. Einfach in den Mülliteich gegangen. Das Mädchen hat mir erzählt von Ruhe und sagt, ich schumpfe über sie. Mensch. Mensch, deine Eltern wären einverstanden mit mir. Ich denke schon. Das müsste ich jetzt auch nicht herkommen. Am besten wäre verkünden. Wir sind auch genug. Und meine Mutter wäre es echt, dass ich hier jemand bei uns ins Haus. Und jetzt in Kriegszeiten braucht ein ehrlicher Soldat nicht einmal mehr zum Fahren zu gehen. Das können wir jetzt bei Truppen machen. Kriegstrauung, sagen sie dann. Oh, das wäre schon schön. Aber ich soll jetzt eben zu Gottesberg auf. Zur Kaspermanei. Aber wenn ich dort wieder gebe, den Bericht zählt auf. Dass die dummen Franzosen ausgerechnet jetzt haben wir eine Revolution machen. Ich würde lieber hier bleiben. Mit dir. Das Himmels Gott sei Dank, Hans-Jockel, hast du gehört? Die Tür ist gegangen, Brunnen. Jetzt kommt sicher gleich der Vater rauf. Du musst gehen. Du tust mir das lieb. Und vergiss nicht. Mach mir Bericht. Dragunerkorporal Hans Jockeli. Schwadron 11 im Felde. Der 9. Heumannat 1798. Lieber Sohn, es ist etwas Erschreckliches passiert und ich muss es dir sofort sagen. Dem Ruchmüller, seine Tochter, die du uns als schönes Weib hast vorgegeben, ist gar nicht die liebliche Tochter des besagten Ruchmüllers, sondern ein uneheliches Kind einer verarmten Kindsmörderin, die sich selbst im Mülliteich beim Ruchmüller entliebt hatte. Dies hat beschworen, vor meinen gnädigen Herren im Schloss zu Schwarzenburg die Dienstmagd Magdalena Pfeiffer Mädi gesagt. Sollst du uns also nicht die Schande tun und deinen Kapitän um die Eheerlaubnis fragen, weil wir solches nie und nimmer bewilligen würden? Das junge Vreneli ist doch der Mann verschwunden und ist seither niemand mehr gesehen worden. Muss ich dir sagen und schreiben, dein Vater Hans Jakob Simmes von Simmelippe. Simmelippe.
gekommen schauen. Es ist für uns eine ganz tolle Sache, dass Vreneli dürfen im Herbst noch einmal aufzunehmen, ab dem 13. Oktober bis zum 22. Oktober, für ultimative 5 Vorstellungen. Wir haben so viel Resonanz bekommen von den Medien. Merci fürs Hineinschauen. Dankeschön.